Die Silicon Valley Tour wird euch präsentiert von US Now, dem Inkubator der Scout24-Gruppe. Wenn ihr gründen wollt, bewerbt euch jetzt um die Förderung eures Startups bei US Now. Und Forward.io. Als CTO as a Service entwickelt Forward.io Web- und Mobile-Anwendungen speziell für Startups. Herzlich willkommen aus San Francisco. Wir sitzen hier im 43. Stock bei eVentures und neben mir sitzt Matthias Schilling. Matthias, tatsächlich fantastischer Ausblick hier, den man aus euren Büros hat. Ihr seid mittendrin im Herzen von San Francisco in der Transamerica-Pyramide und sogar schon seit einigen Jahren seid ihr hier und als einer der wenigen deutschen, ja oder gefühlt deutschen Fonds seid ihr sehr erfolgreich hier in Amerika. Liegt daran, dass ihr eigentlich gar kein deutscher Fonds seid, sondern ihr sagt, wir sind truly international, truly global und erzähl doch einfach mal, was eVentures macht und wie so eure Historie ist bis heute. Ja, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage. Allerdings, ja. Ganz einfach gesagt sind wir tatsächlich heute ein globaler Fonds, ein Early-Stage-Venture-Fonds, der global operiert. Wir haben inzwischen 5, wir nennen das Dedicated Funds, also wir haben wirklich Fonds in verschiedenen Ländern. Das ist einmal hier USA, wo auch, sage ich mal, wir am längsten jetzt schon sind. Seit 1997 sind wir hier und haben dann 1998 unseren ersten Fonds hier aufgelegt. Und sind seitdem über 4 Generationen von Fonds in Europa mit einem Fonds, in Russland mit einem Fonds, in Japan und in China. Und jetzt seit Anfang dieses Jahres auch in Brasilien. Also das heißt, wir haben jetzt wirklich 5 Fonds, die alle eine sehr ähnliche Strategie haben. Also grundsätzlich die gleiche Strategie. Das heißt, wir gucken uns Consumer, Internet, E-Commerce und Mobile Deals an. Eben Early Stage, also ich würde sagen hauptsächlich Series A Deals, wie man es nennt, also die erste Runde, aber auch Seed Deals. Und sage ich mal, da gibt es dann natürlich gewisse Unterschiede, was den Detailfokus angeht in den verschiedenen Ländern, aber grundsätzlich haben wir alle dieselbe Strategie und wir managen eben diesen Setup, diese Plattform als wirklich ein globales Team. Das heißt, wir sind eng miteinander verzahnt, wir arbeiten zusammen, wir versuchen gemeinsam Projekte zu entwickeln. Wir sharen unser Know-how, das wir haben. Das heißt, also wir können, sagen wir natürlich hier aus den USA gibt es sehr viele Trends, die, sage ich mal, hier entstehen. Aber es gibt auch inzwischen in Asien, gerade wenn man im Mobile-Bereich geht, Trends, die sage ich mal, erst in Asien entstehen und dann, sage ich mal, hier nach USA kommen oder Europa. Und das gibt uns eben eine Differenzierung und gleichzeitig können wir auch Firmen, die wir entweder in Europa oder hier finanzieren, können wir auch helfen, sehr schnell global zu gehen. Und das sehen wir als etwas sehr Wichtiges heute, diese, sag ich mal, Emerging Markets wie Brasilien, Russland und China, ja, sind heute schon sehr, sehr große Märkte, die wachsen enorm schnell. Und das ist eben, damit kann ich sehr viel stärker skalieren dann, wenn ich auch amerikanische Firmen sehr schnell international bringe. Ja. Das ist ja das, was amerikanische Firmen manchmal merken. Sie werden zwangsinternationalisiert, indem irgendwer kommt aus Deutschland, aus China und einfach das Modell kopiert, ohne da irgendwie beim Original mal angefragt zu haben. Ihr macht das tatsächlich gleich viel cleverer. Ihr kopiert quasi in-house oder da kann man es ja nicht mehr kopieren nennen, sondern ihr internationalisiert gleich vernünftig. Das scheint euch irgendwie sehr erfolgreich zu machen. Ihr habt im letzten Jahr ein paar sehr gute Exits gehabt. Was war im letzten Jahr dabei? Ja, wir hatten ein schönes Jahr letztes Jahr. Wir haben 2 IPOs gehabt hier in den USA. Das eine war Groupon, wo wir mit dabei waren. Und dann der andere IPO war Angie's List, wo wir der erste institutionale Investor waren. Wir hatten auch einen sehr schönen IPO. Und dann hatten wir noch mehrere M&A-Transaktionen in Deutschland, zum Beispiel Kaufda. In Japan hatten wir eine Firma Qpod, die wir verkauft haben. In Russland hatten wir 2 Exits sogar, Zapato und Darberry. In China hatten wir einen Exit. Also es war, und im Moment, da darf ich noch nicht drüber reden, wird noch einer dazukommen hier in den USA. Also es war ein schönes Jahr für uns letztes Jahr, absolut. Da stellt sich natürlich die Frage,
Wie kommt das, dass ihr tatsächlich so eine gute Auswahl treffen könnt? Was würdest du sagen? Ist das einfach jetzt mittlerweile 15-jährige Erfahrung? Habt ihr Tools, die das sehr viel einfacher machen für euch? Oder ist das nach wie vor irgendwie ein gewisses Bauchgefühl, was man braucht? Was würdest du sagen, was macht einen VC oder was macht einen Fonds erfolgreich? Ja. Also ganz ehrlich, wenn man das jetzt wüsste, dann wäre, also man kann, die Antwort ist, man kann es eigentlich beschreiben. Es kommen viele Dinge zusammen. Ich sag mal, für uns ist es, das eine ist wichtig, dass wir ein Team hier haben bei eVentures, das sich extrem gut kennt, das komplementär zusammenarbeitet. Wir versuchen uns gegenseitig erfolgreich zu machen, indem wir wirklich zusammenarbeiten als ein Team. Und dann ist es auch so, dass wir als Fonds fokussiert sind. Ja, also wir sagen jetzt nicht, wir stellen uns ganz breit auf, wie manche Fonds hier in den USA und sagen, wir machen Consumer, wir machen Enterprise, wir machen Green Tech und Healthcare, sondern wir sind ein, was wir nennen, New Media Fund. Ja, wie gesagt, wir machen Internet und Mobile. Ja, und durch diese Spezialisierung über die Jahre, ja, hat man natürlich schon Erfahrung einfach. Ja. Und man kennt so, worauf muss ich achten. Und diese Erfahrung macht man vor allem über Misserfolge, ja, was man hier ja auch in Amerika sehr stark lernt. Ja. Misserfolge sind wichtig und in den Misserfolgen lerne ich. Und man muss auch den Mut zum Misserfolg einfach haben. Ja. Und man muss das Risiko nehmen. Und dann, sage ich mal, ist natürlich extrem wichtig, das richtige Team zu haben in einer Firma. Und ich sage mal, da schärft man den Blick über die Jahre schon ein bisschen sozusagen, worauf es ankommt. Und oft hat man auch den Luxus, dass man wieder mit jemandem zusammenarbeiten kann, den man schon von einer vorherigen Investment her kennt. Das hilft sehr. Und dann ist es wirklich viel Bauchgefühl. Ja, weil Timing, sage ich mal, das Venture-Geschäft ist sehr zyklisches Geschäft. Das geht hoch und runter. Und ich sage mal, da hilft es sehr gut, das richtige Timing zu haben. Und dafür muss man auch ein Bauchgefühl haben. Ja, und gleichzeitig natürlich auch zu sagen, okay, den Mut zu haben, in 5 Jahren glaube ich, dass eine solche Applikation oder ein solcher Service sehr erfolgreich ist. Ja, da muss man ein gewisses Vertrauen in sich selber und in seine Einschätzung haben. Tatsächlich, also es gibt ja Tausende, Abertausende, Millionen will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt so viele Ideen. Woher nehmt ihr diese Vision, da zu denken, dass eine Idee in 5 Jahren wirklich die Welt revolutionieren wird? Was würdest du sagen, was sind Trends, die revolutionär sein können? Kannst du das irgendwie vorhersagen? Kannst du schon so eine gewisse Stoßrichtung ausmachen, in die es in den nächsten 5 Jahren geht? Oder ist das auch für dich mehr oder weniger Hellseherei? Also es ist wieder, sage ich mal, eine Mischung. Irgendwo, also Hellseherei ist es dann doch nicht. Das ist ein bisschen zu weit. Ich sag mal so, aber es ist auch nicht so. Also als Investor kann ich nicht den großen Trend vorhersagen. Also ich kann... Was wir sehen, ist eine Verdichtung von Indikatoren. Mhm. Ja, und wenn wir diese sehen, dann können wir sagen, das ist ein Segment, wo ich glaube, das wird sehr interessant sein. Und dann ist es auch so, dass wir nicht selber Unternehmer sind, sondern die Unternehmer kommen zu uns beschreiben sozusagen, was sie machen wollen. Ja? Und dann geben wir eben die Finanzierung. Da ist wirklich so, also Steve Jobs hat das auch mal gesagt, im Design. Ja, zeig mir das Design, dann sage ich dir, ob es gut ist. Okay. Ja, und es ist nicht so, dass eben das Design da selber entwickelt wurde. Und so ist es bei uns auch. Mhm. Also wir sozusagen schätzen die Ideen ein, die zu uns kommen, die von Unternehmern präsentiert werden. Die Ideen, die müssen auch aus unserer Sicht von den Unternehmern kommen, weil die sie wirklich umsetzen. Und wir haben, sage ich mal, den Luxus auch über unsere weltweite Plattform, dass wir also überall die Trüffelschweine haben sozusagen, wo wir eben diese Verdichtung von Indikatoren wirklich weltweit sehen. Die auch irgendwie messt dann mit gewissen technischen Hilfsmitteln, wo ihr guckt irgendwie, wie ist der Traffic auf Websites und so weiter. Also ja. Da seid ihr ja nicht, schießt ihr nicht ins Blaue hinein, sondern nehmt da schon ein paar Tools zur Hand, die euch weiterhelfen. Da, ne? Absolut, also wir lieben Daten, ja, also das ist eine Sache, die wir auch gelernt haben. Ja, Daten lügen nicht. Ja. Und da haben wir inzwischen auch ein kleines Engineering-Team hier und messen eben sozusagen, wenn Firmen sehr stark Traction kriegen. Ja? Und da gucken wir uns verschiedene Parameter an. Ja. Und das hilft dann natürlich auf jeden Fall.
um mal auf die andere Seite zu kommen. Also wir haben jetzt über euch gesprochen. Ich würde gerne nochmal die Gründerseite ansprechen. In Deutschland sind viele Gründer unterwegs, wollen ein erfolgreiches Startup machen, sind angestachelt von Facebook, von Groupon, von Zingar und Co. Ich habe das Gefühl, hier in San Francisco und im Valley gibt es nochmal viel mehr, die ihr eigenes Startup gründen wollen. Jeder Zweite erzählt einem hier was über sein eigenes Startup. Und dafür, dass es so viele machen, ihr eigenes Business starten wollen, gibt es dann doch ziemlich wenig Erfolge. Was würdest du denn sagen? Lohnt sich das überhaupt, sich zu versuchen? Oder ist die Aussicht auf Erfolg mit dem eigenen Startup dann doch so klein, dass man viel lieber gleich als Unternehmensberater arbeiten sollte oder irgendwas anderes machen sollte? So eine ganz realistische Einschätzung. Irgendwie. Was glaubst du denn? Ist das meiste dem Tode geweiht, schon bevor es gestartet ist? Oder was würdest du sagen? Also es ist absolut so, dass natürlich die meisten Firmen scheitern. Ja? Ja. Das ist keine Frage. Also selbst bei uns als Investor, sage ich mal, wenn wir von 10 Investitionen, die wir machen, einen großer Erfolg wird, ist das schon mal eine super Sache. Aber ich sag mal, da muss man sich so ein bisschen auch fragen, was ist meine Personality oder was ist mein Charakter und was will ich vom Leben? Am Ende gibt es nichts Schöneres, als Dinge zu bewegen, ja, und Unternehmer zu sein und wirklich... ich denke, man muss sich sehr stark selber fragen, ja, warum will ich das tun? Ist jetzt meine Motivation, dass ich Geld machen will und sozusagen eben nur schaue, okay, da ist jetzt ein großer Erfolg und das will ich irgendwie auch. Das ist aus meiner Sicht die falsche Motivation. Ja. Man muss im Grunde, wenn man sich hier wirklich ganz die erfolgreichsten Unternehmer anschaut, die sind einfach besessen von einer Idee. Und denen geht es um die Idee primär und um die Umsetzung und um die Perspektive und um die Möglichkeit, Dinge bewegen zu können. Und es geht ihnen nicht sozusagen ultimativ um den Erfolg. Der Erfolg kommt von selbst dann. Ja? Und ich denke, das sollte man sich als potenzieller Unternehmer fragen. Ja, bin ich wirklich besessen von dieser Idee und geht es mir darum, wirklich diese Idee zum Erfolg zu bringen? Ja, das ist die richtige Motivation. Wenn es mir darum geht, Geld zu machen, dann würde ich tatsächlich empfehlen, etwas anderes zu tun. Okay. Ja, spannende Worte und wahrscheinlich auch weise Worte, würde ich jetzt mal so aus meiner Erfahrung heraus sagen zum Schluss. Ja, viele Grüße aus San Francisco und besten Dank dir, Matthias, für das Interview. Gerne.